Hallo zusammen, mein Name ist Matthias Aschenbrenner und ich möchte Ihnen heute zeigen, was Flottweg für Prozesslösungen für die Pflanzenproteinindustrie parat hat. So grundsätzlich unterscheiden wir bei diesen Pflanzen- oder Rohstoffgruppen in zwei unterschiedliche Gruppen. Auf der einen Seite haben wir die Stärkepflanzen mit klassischen Beispielen wie die Erbse, Fababohnen, Mungbohnen und Linsen und auf der anderen Seite Ölpflanzen wie zum Beispiel Soja, Raps, Sonnenblume und Lupinen. Auf der Folie sehen Sie eine typische Darstellung für die Zusammensetzung einer Erbse. Sie sehen 45% Stärke, 25% Protein und 20% Fasern. Mit Hilfe unseres Nassprozesses können wir diese einzelnen drei Fraktionen gewinnen. Ein Beispiel für eine Ölpflanze wäre die Sojapflanze. Sie sehen hier, sie hat einen deutlich höheren Proteingehalt, gefolgt von Fett mit 22% und gefolgt von einer Faserfraktion. In diesem Fall fallen zwei Produktströme an, auf der einen Seite das Protein und auf der anderen Seite die Faser, die auch als Okara bekannt ist. Wichtig ist hier, dass das enthaltene Fett bereits in einem vorhergehenden Prozessschritt entfernt wird. Wie funktioniert nun der Prozess der Proteingewinnung aus diesen dargestellten Rohstoffgruppen? Bei diesem zweistufigen Prozess wird in einem ersten Schritt das Pflanzenprotein verflüssigt. Dazu wird Pflanzenmehl in eine wässrige Lösung eingemeischt und der pH-Wert angepasst. Bei einem pH-Wert von 8 bis 9 liegt das Pflanzenprotein flüssig vor. Die beiden restlichen Fraktionen Stärke und Fasern liegen fest vor. Somit können wir mit Hilfe eines Decanters das flüssige Protein von den festen Bestandteilen abtrennen. In einem zweiten Prozessschritt kann nun dieses flüssige Protein durch Anpassung des pH-Wertes auf den sogenannten isoelektrischen Punkt, das ist ein pH-Wert zwischen 4 und 5, ausgefällt werden und dann wiederum mit Hilfe einer Decanterzentrifuge abgetrennt werden. Letzten Endes kann dann dieses Protein in einem nachfolgenden Trocknungsschritt abgetrennt werden. So viel zum Grundprinzip. Aber wie sieht es jetzt im Detail aus? Sehen wir uns zuerst einmal das Beispiel der Stärkepflanze an. Wir sehen hier die drei Produktströme, Protein in Blau, Fasern in Orange, Stärke in Grün. In der ersten Extraktionsstufe wird das Protein verflüssigt und von den festen Bestandteilen Stärke und Fasern abgetrennt. In der nachfolgenden Stufe wird durch Anpassung des pH-Wertes auf den isoelektrischen Punkt das Protein koaguliert und kann erneut mit einer Decanterzentrifuge abgetrennt werden. In einem nachfolgenden Schritt kann dann dieses abgetrennte Protein durch Einmeischung mit frischem Wasser und erneuter Abtrennung gewaschen werden und dabei kann eine hochreine Isolatqualität erzeugt werden. Diese funktionelle Proteinfraktion wird dann auf einen Sprühtrockner gegeben. Wichtig ist hierbei, dass wirklich nur Sprühtrocknung zur Anwendung kommt, da das hochfunktionelle Protein bei anderen Trocknungstechnologien seine Funktionalität verlieren würde. Neben dieser hochfunktionellen Proteinfraktion gibt es eine zweite Proteinfraktion, die sogenannten Albumine, welche nicht sensibel auf pH-Wertverschiebungen reagieren und dadurch nicht gefällt werden können durch pH-Wertverschiebung. In diesem Fall kann durch Anwendung von Hitze das Protein denaturiert werden und anschließend ebenso aufgereinigt werden und einer Trocknung zugeführt werden. Gehen wir nun zurück zu dem ersten Bereich, zu dem ersten Schritt der Abtrennung des Proteins. Neben dem Protein haben wir nun diesen Faser- und Stärkestrom. Diesen Fasern- und Stärkestrom gilt es nun auch zu fraktionieren. Dabei werden Fasern und Stärke mit Hilfe von sogenannten Zentrifugalsieben voneinander getrennt. Dabei wird die Stärke in einem mehrstufigen kontinuierlichen Prozess von den Fasern gewaschen. Die dabei gereinigte Faser kann in einem zweiten Schritt noch mechanisch entwässert werden und schließlich ebenso getrocknet werden. Die dabei entstehende Stärkesuspension, auch Stärkemilch genannt, kann in einem weiteren Prozessschritt dann mittels Hydrozyklonen oder Düsenseparator gereinigt und aufkonzentriert werden und schließlich in einer letzten Stufe nochmals entwässert werden. Hierbei kommen Shell-Zentrifugen oder Decanter zum Einsatz. Und schließlich findet auch hier die finale Trocknung des Produktes statt. Was Sie hier sehen, ist der schlüsselfertige Prozess von Flottweg. Flottweg bietet einen
Prozess der Nassfraktionierung beginnen mit der Mehldosierung bis hin zur Übergabe der Nassfraktionen an. Der Prozess für Ölpflanzen sieht mehr oder minder identisch aus. Lediglich, wie bereits erwähnt, entfällt bei den Ölpflanzen die Stärkefraktion. Insofern entfällt an dieser Stelle auch die Abtrennung der Stärke und der Prozess gestaltet sich deutlich einfacher. Neben diesen beiden Isolatprozessen besteht noch ein dritter Prozess, und zwar für die Ölpflanzen. Hierbei kann durch zweistufige Waschung Pflanzenmehl ausgewaschen werden und dabei die Proteinkonzentration angehoben werden. Dieser Prozess ist deutlich einfacher als die Isolatprozesse. Gleichzeitig kann damit aber auch nur eine geringere Proteinreinheit erzeugt werden. Wir sehen hier nochmal eine Zusammenfassung der drei vorgestellten Prozesse. Einerseits den Isolatprozess für die Stärkepflanzen, dann den Isolatprozess für die Ölpflanzen und den Konzentratprozess für die Ölpflanzen. Für alle drei Prozesse ist es wichtig, die Hülsenfrüchte vorher zu schälen und zu vermahlen. Für alle drei Prozesse ist es auch wichtig, dass das Mehl die richtigen Eigenschaften mitbringt. Das bedeutet unter anderem die optimale Partikelgrößenverteilung, dann eine hohe Proteinlöslichkeit, welche gekennzeichnet ist durch einen hohen NSI-Wert, und auch zu berücksichtigen ist der Gehalt oder der mögliche Gehalt an sogenannten Anti-Nutritional Factors, also antinutritiven Faktoren. Letzten Endes kann mit Hilfe von dem Isolatprozess bei Stärkepflanzen Proteinreinheiten von 85%, Stärkereinheiten von 95% und Faserreinheiten bis zu 75% erreicht werden. Im Vergleich dazu kann für Ölpflanzen sogar eine Isolatqualität oberhalb von 90% Proteinreinheit erreicht werden. Deutlich niedriger ist hingegen die Proteinkonzentration bei sogenannten Proteinkonzentraten. Ebenso wichtig auch die Ausbeute der jeweiligen Fraktionen. Für das Protein erreichen wir bei Stärkepflanzen 75% Ausbeute, bei Stärke 95% und Fasern 95%. Bei Ölpflanzen hingegen erreichen wir Proteinausbeuten von 74% und zu guter Letzt bei Proteinwaschung aus dem Konzentratprozess sogar sehr gute 85%. Unabhängig von diesen drei Prozessen erfolgt im Anschluss eine Trocknung bzw. eine Weiterverarbeitung der Nassprodukte. So, zu guter Letzt nochmal ein kurzer Exkurs zum Thema Proteinfunktionalität. Die ganze Welt spricht über Proteinfunktionalität, doch was bedeutet das? Ganz wichtig, das Protein, das wir mit unserem Prozess zur Verfügung stellen, hat eine hohe Funktionalität und ist höchst nativ. Und damit bringt das Protein alle Eigenschaften mit, die unsere Kunden bzw. die Kunden unserer Kunden anfragen. Das heißt, wir haben eine hohe Löslichkeit des Proteins, wie es zum Beispiel für Drinks oder Getränke notwendig ist. Gleichzeitig kann das Protein sehr schön aufgeschäumt werden, wie es zum Beispiel bei der Herstellung von Desserts wichtig ist. Des Weiteren ist es auch sehr gut möglich, in einen weiteren Verarbeitungsschritten weitere funktionelle Eigenschaften zu erzeugen, wie zum Beispiel die Wasserbindung, die Gelbildung, wie es notwendig ist, wenn Pflanzenfleisch hergestellt werden soll. Oder als letzte funktionelle Eigenschaft emulgierende Eigenschaften, wie sie zum Beispiel für Mayonnaise und Eiscremes notwendig ist. Nochmal zur Wiederholung, das Gute ist, mit unserem Protein können Sie all diese funktionellen Eigenschaften erreichen, erzielen und sind somit für alle Produktkategorien offen. An dieser Stelle eine kurze Zusammenfassung, was spricht für Flottweg? Wir sind einerseits der weltweit einzige Hersteller des Sedikanters. Der Sedikanter ist eine spezielle Decanter-Zentrifuge, der die Vorteile des Separators und des Decanters vereint und sich besonders für die Abtrennung von Proteinen eignet. Des Weiteren zeichnet sich Flottweg dadurch aus, dass alle unsere Maschinen mit Schälscheibe ausgestattet werden können und auch unser bekanntes Flottweg SimDrive-Getriebe behalten. Durch diese beiden Ausstattungsergänzungen können wir Ihnen einen sehr robusten und auch hochflexiblen Produktionsbetrieb gewährleisten. Darüber hinaus sind alle unsere Geräte nach Hygienic Design Richtlinien konstruiert und ermöglichen einen hervorragenden Betrieb im Lebensmittelbetrieb. Gleichzeitig können wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen anbieten. Neben den einzelnen Maschinen spielt auch der Gesamtprozess eine sehr wichtige Rolle und hier können wir sagen, dass wir einerseits eine sehr hohe Proteinreinheit gewährleisten können. Wir gewährleisten auch eine sehr hohe Proteinausbeute.
Gleichzeitig ermöglichen wir ihnen auch, die Nebenprodukte zu gewinnen in ausreichend hoher Ausbeute und Reinheit. Gleichzeitig ermöglichen wir ihnen auch die Gewinnung von hochreinen und hochfunktionellen Proteinen. Worauf wir ebenso sehr stolz sind, ist, dass die gesamte Herstellung und auch die Automatisierung aus einer Hand made in Germany kommt. Dadurch können wir besonders hohe Qualitätsstandards gewährleisten, wie Sie sie von Flottweg kennen. Letzten Endes können wir für jeden Kunden einen maßgeschneiderten Prozess erarbeiten. Wir können Ihnen eine große Bandbreite an verschiedenen Produktionskapazitäten anbieten, startend bei 200 Kilogramm Mehl pro Stunde bis zu 20.000 Kilogramm Mehl pro Stunde. Wenn Sie sich also angesprochen fühlen, dann kontaktieren Sie uns bitte und wir können weitere Details gerne mit Ihnen diskutieren.